Hi, heute werden wir mal sehen, was in der Technikwelt diese Woche so los war. Viel Spaß! Diese Woche wurden tatsächlich die AirPods Pro vorgestellt. Wie schon viele Gerüchte gesagt haben, ist es auch wirklich eingetroffen. Wie in den Leaks hat sich tatsächlich auch das Design verändert. Sie sehen jetzt etwas moderner aus und sie sind auf den ersten Blick auch sofort als AirPods Pro zu erkennen. Sie haben nun tatsächlich Active Noise Cancelling bekommen. Aber nicht nur das, sondern auch einen Transparenzmodus, sodass man die Umgebung weiterhin wahrnehmen kann. Als Preis veranschlagt Apple 279 Euro, also nochmal 50 Euro mehr als bei den normalen AirPods mit Wireless Charging. Erste Tests bestätigen aber, dass der Aufpreis sich scheinbar lohnt, weil die Tonqualität und Soundqualität deutlich höher als die bei den normalen AirPods ist. Das ist auch schon lange in den Gerüchten gewesen. Thema 2, der Kauf von Google bzw. Alphabet von Fitbit. Für 2,1 Milliarden Dollar hat Google nun Fitbit gekauft. Auch Facebook soll involviert worden sein. Sie wollten wohl die Hälfte bieten. Deswegen vollkommen legitim, dass Google den Zuschlag bekommen hat. Jetzt ist abzuwarten, was Google mit Fitbit macht. Die Patente sowohl von Fitbit als auch von Pebble liegen jetzt bei Google. Mal schauen, was Google damit vorhat. Somit geht es beim dritten Thema auch wieder um das Thema Smartwatches. Es gibt noch nicht ganz so viele Infos dazu, außer einen kleinen Teaser, den ihr jetzt hier schon auch seht. Was wir aufgrund der Teaser bis jetzt wissen, ist, dass es Saphirglas als Display bekommen soll, was schon ein ziemliches Premium-Feature ist, und dass es auf MIUI setzt, anstatt Android Wear als Betriebssystem. Wie man in dem Video schon sieht, das Design ist etwas von der Apple Watch abgekupfert, aber das muss ja nicht unbedingt was Schlechtes heißen. Insgesamt klingt das bisher wirklich interessant und mit Fitbit und Google und Xiaomi auf der anderen Seite scheint sich wirklich Konkurrenz für die Apple Watch anzubahnen. Mal schauen, ob es wirklich so ist. Last but not least, das vierte Thema. In diesem Fall handelt es sich um Mario Kart Tour. Bisher gibt es 120 Millionen Spieler, die das Spiel gespielt haben. Die Resonanz ist bisher relativ durchwachsen. Was sich aber alle wünschen, ist ein Multiplayer-Modus. Im Dezember soll nun eine erste Beta dafür starten. Hoffentlich wird diese Beta schnell vorangehen und viele Leute werden schnell das Feature des Multiplayer-Modus bekommen. So, das war's mit dem Tech-Check. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao!